Es gibt viele, die unendlich viel in ihrem Leben getan haben und sehr alt geworden sind. Guido Westerwelle hat ein viel zu kurzes Leben nur führen dürfen, um das wirklich zu erreichen, was er sich vorgestellt hat. Denn wir erleben gerade eine Art Wiedergeburt, eine europäische, eine liberale, eine fortschrittliche soziale Wiedergeburt. Guido Westerwelle betrachtete die Europäische Union als Lebensversicherung in Zeiten der Globalisierung, da kein Land, weder Deutschland noch Großbritannien noch Frankreich, stark genug ist, die Herausforderungen der Globalisierung alleine zu meistern. Guido Westerwelle war kein kalter, harter, rücksichtsloser Politiker. Er war ein humorvoller, ein feinsinniger, sensibler, ein empfindsamer Mensch. Ich stehe für ein geeintes, aber nicht für ein vereinheitlichtes Europa, weil ich glaube, dass die Idee der Vielfalt des Ideenwettbewerbs und auch der Unterschiede der Mentalitäten das Europäische an dem europäischen Gedanken ist. Guido hätte nie gewollt, dass wir uns mit der Erinnerung an ihn begnügen. Er schaute stets nach vorn und seine Neugier, sein Optimismus und sein Tatendrang sind starke Vernächtnisse an uns, aus denen ich täglich schöpfe. Das zentrale Thema der Stiftung ist Förderung von Unternehmertum. Es geht darum, Menschen in Schwellenländern eine Chancengleichheit zu geben.